Oh, make that bastard walk the plank with a bottle of rum and a yo ho ho. Welcome back to Let's Play Mass Effect. Ja, reimt sich schön, habe ich beim letzten Mal auch schon bemerkt. Ja, mal gucken, ob diese Folge vielleicht ein Nein. bisschen Ich warte actionintensiver darauf, wird. mit einem der Botschafterassistenten sprechen zu können. Nein. Commander? Ja. Admiral. Schön. Hackett. Hackett's bei dir. So, hier sind wir bei Captain Anderson. Ja. Missing Soundfile, juhu. Oh, die Anhörung hat schon begonnen, na die los. Die Gate-Attacke bereitet uns Sorge. Nichts lässt jedoch darauf schließen, dass Saren irgendwie darin verwickelt ist. Die Untersuchung von Citadel Security ergab keine Beweise, die ihre Anklage auf Verrat stützt. Beweise? Ein Augenzeuge hat gesehen, wie er Nihlus kaltblütig ermordet hat. Botschafter, wir haben die Eden Prime-Berichte gelesen. Die Aussage eines traumatisierten Dockarbeiters ist ja wohl kein Beweis. Diese Anschuldigungen sind ungeheuerlich. Nihlus war auch ein Spectre und ein Freund. Das hat es für Sie doch nur leichter gemacht, ihn zu überraschen. Captain Anderson, Sie scheinen immer da zu sein, wenn die Menschheit falsche Anklage gegen mich erhebt. Und das muss Ihr Protégé sein, Commander Shepard, der die Zerstörung des Senders zuließ. Jupp. Okay, über 6 links, unter 6 rechts. Die Mission nach Eden Prime war streng geheim. Nur wer dabei war, konnte von dem Sender wissen. Jetzt, wo Nihlus tot ist, wurden die Dateien an mich weitergegeben. Ich habe den Eden Prime-Bericht gelesen. Ich war nicht beeindruckt. Bla. Aber was soll man von einem Mensch auch erwarten? Menschenhasser. Okay. Ah, dann, naja, fast böse, schade. Saren hasst Menschen, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Ihre Spezies muss ihren Platz kennen, Shepard. Sie sind noch nicht so weit, dem Rat beizutreten. Sie sind noch nicht mal bereit, den Spectres beizutreten. Er hat kein Recht, sowas zu sagen. Das ist nicht seine Entscheidung. Es geht hier nicht um Shepards Beitritt bei den Spectres. Diese Besprechung ist zwecklos. Ratsherr, die Menschen verschwinden ihrer Zeit. Und meine. Bla 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 bla. Bösewicht, Laberscheiße. Sie können sich nicht ewig hinter dem Rat verstecken. Es gibt noch eine Sache, die wir nicht besprochen haben. Commander Shepards Vision. Der Sender könnte sie ausgelöst haben. Lassen wir nun auch Träume als Beweis zu? Wie kann ich meine Unschuld beweisen mit dieser Art von Aussage? Finde ich auch. Unser Urteil muss sich auf Fakten und Beweise stützen, nicht auf wilde Vorstellungen und Spekulationen. Haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen? Ha, jetzt hätte ich das nötig. Aber, Moment. Sie haben sich schon entschieden. Ich verschwende nur meine Zeit. Der Rat hat keine Beweise gefunden, die eine Verbindung zwischen Saren und den Gate belegen. Botschafter, Ihre Petition, ihn von den Spectres auszuschließen, wird hiermit abgelehnt. Ich bin froh, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat. Natürlich, ey. Boah, jetzt gibt's doch nicht. Dieses Treffen wird vertagt. Ja, Udina, geh weinen. Du bist ein scheiß Diplomat. Aber echt, ey, Mann. Es war falsch, Sie zu dieser Anhörung mitzunehmen, Captain. Sie und Saren verbindet zu viel. Nun zweifelt der Rat unsere Motive an. Ich kenne Saren. Er arbeitet aus einem Grund mit den G zusammen, um die Menschheit auszurotten. Unsere Kolonien sind gefährdet und jede Welt, die wir kontrollieren, sogar die Erde. Ja, über 6 links und der 6 rechts wieder. Yay. Erzählen Sie mir, was Sie und Saren verbindet. Vor langer Zeit waren wir auf gemeinsamer Mission. Alles lief schief. Sehr schief. Wir sollten das nicht hier bereden. Aber ich kenne ihn. Und er muss aufgehalten werden. Ja, genau das ist es, was ich in meiner ersten Folge so angesprochen habe. Und das wird auch später noch ein bisschen tiefer gehen. Wieder dasselbe. Oh. Wir müssen uns selbst um Saren kümmern. Als Spectre ist er fast unantastbar. Wir müssen ihn irgendwie enttarnen. Was ist mit Garrus, dem Ermittler von Citadel-Sicherheit? Wir haben gesehen, wie er sich mit dem Executor gestritten hat. Das stimmt. Er bat um mehr Zeit, um seinen Bericht zu beenden. Er schien kurz davor, etwas über Saren herauszufinden. Ja,
Na gut, trauen wir dem mal. Ist zwar ein Turianer, aber okay. Eine Ahnung, wo er sein könnte? Ich kenne jemanden in Citadel-Sicherheit, der uns helfen kann, Garrus zu finden. Sein Name ist Harkin. Vergessen Sie's. Sie haben Harkin letzten Monat suspendiert, betrunken im Dienst. Ich verschwende mit diesem Loser nicht meine Zeit. Das müssen Sie nicht. Der Rat soll Ihre Vergangenheit mit Saren nicht als Ausrede dafür benutzen, alles zu ignorieren, was wir finden. Shepard kümmert sich drum. Aber natürlich, ich muss alles tun. Ich bin hier die Schlampe vom Dienst. Ich kümmere mich drum. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Captain, kommen Sie nachher in mein Büro. Harkin betrinkt sich wahrscheinlich gerade in Koras Nest. Ein etwas fragwürdiger Club in der unteren Ebene der Zivilbezirke. Und wieder dasselbe. Okay. Ja. Sie sagten doch, dass er ein nutzloser Säufer sei. Es könnte trotzdem nicht schaden, mit ihm zu sprechen. Aber seien Sie vorsichtig. Man kann sich nicht auf ihn verlassen. Aber jetzt erzählen Sie mir, was mit Ihnen und Saren passiert ist. Sie kennen Saren schon länger. Was ist passiert? Vor etwa 20 Jahren. Ich war Teil einer Mission im Skyllianischen Randsektor. Ich arbeitete zu der Zeit mit Saren zusammen. Wir sollten einen Terroristenring aufspüren und vernichten. Saren hat das Ziel eliminiert. Aber es gab viele Opfer dabei, unschuldige Zivilisten. Davon stand später natürlich nichts in den offiziellen Berichten. Aber ich hatte gesehen, wie er operiert, ohne Gewissen, ohne Zögern. Er würde ohne zu zögern tausende Zivilisten sterben lassen, um einen Krieg zu beenden. Ja, würden wir das auch machen? Über und unter sechs wieder, ne? Über ist oben, unter ist unten. Sechs. Also drunter, also wenn es gleich sechs ist, damit es schon die Hälfte, ne? Also, ja. Manchmal müssen tausend sterben, damit Millionen leben können. Aber nur, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Saren hat nicht einmal nach einer anderen Option geschaut. Er ist krank, wahnsinnig. Er liebt die Gewalt und das Töten. Und er weiß, seine Spuren zu verbergen. Ach, wir können sogar beides wählen. Na, dann machen wir das mal. Das Töten von Unschuldigen beendet keine Kriege. Es verursacht sie. Sehr richtig. Ich weiß, wie es läuft, Commander. Manchmal ist man gezwungen, unbequeme Entscheidungen zu treffen. Aber nur, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Saren hat nicht einmal nach einer anderen Option geschaut. Er ist krank, wahnsinnig. Er liebt die Gewalt und das Töten. Und er weiß, seine Spuren zu verbergen. Ja, ist natürlich so eine Sache, ne? Wenn man jetzt einen bösen Diktator eliminiert, weiß man nicht, ob man in den verzweifelten Kriegsjahren eher die Moral des kriegsstrebenden Volks anregt, wegen, oh, er ist weg und wir müssen ihm irgendwie uns trotzdem noch unsere Loyalität zeigen und alles vernichten. Oder man zermürbt sie mit dem Töten des Anführers. Das ist immer so eine gespaltene Sache auch. Ne? Das ist kritisch, aber okay. Unser Botschafter scheint Probleme mit dem Rat zu haben. Er ist nur frustriert. Der Rat wird nicht müde zu betonen, dass wir Teil der galaktischen Gemeinschaft sind. Allerdings mit vielen Pflichten und wenig Rechten. Sie verlangen von uns, dass wir unsichere Gebiete wie den Skyllianischen Randsektor und die Attika-Traverse besiedeln. Aber wenn es Ärger gibt, dürfen wir keine Hilfe von ihnen erwarten. Es ist allgemein bekannt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir einen ständigen Sitz im Rat bekommen. Und der Botschafter ist der Meinung, dass dies bereits überfällig ist. Ich teile übrigens seine Meinung. Ich hoffe jetzt nicht, dass das Gespräch dadurch beendet wird. 10, nehmen wir das rüber. Vielleicht würden sie uns den Sitz eher gewähren, wenn wir mehr mit den anderen Völkern kooperieren. Aber natürlich, kein Problem. Wenn wir alles täten, was sie von uns verlangen, würden wir sofort einen Sitz im Rat bekommen. Allerdings wäre das ein schlechtes Geschäft für uns. Ich kann ihre Seite ja verstehen. Sie wollen nicht, dass wir den Rat dominieren. Der Rat basiert schließlich auf Kooperation und Bündnissen. Aber wir müssen auch an unsere eigenen Interessen denken. Aber natürlich. Vielleicht würden sie uns den Sitz eher gewähren, wenn wir mehr... Aber natürlich, okay, das war doch das Gleiche. Ich kann ihre Seite ja verstehen. Sie scheinen nicht besonders viel von Harkin zu halten. Der Kerl ist vor 20 Jahren dem Zitadell-Sicherheitsdienst beigetreten und seitdem hat er unser Volk ein ums andere Mal blamiert. Er misshandelt Gefangene, besticht Zeugen, nimmt Alkohol und Drogen. Die Botschaft hat sich immer vor ihn gestellt. Aber jetzt war das Maß wohl voll. Ja, das ist der Zitadell-Typ, wo ich gesagt habe, ja, Korruption offiziell aufgedeckt. 20 Jahre lang hat er sich dumm rumgetrieben, Scheiße gebaut und dann haben sie ihn jetzt endlich fallen lassen. Ah, okay. 5. Ich dachte, die Aufgabe der Botschaft sei, allen Menschen zu helfen. Harkin ist zwar ein Mensch, aber auch ein großes Arschloch.
Er hatte mehr als genug Chancen. Wenn die Botschaft ihn nicht gedeckt hätte, wäre er schon vor 15 Jahren gefeuert worden. Der Zitadell-Sicherheitsdienst hat keine Verwendung mehr für ihn. Er ist ein schmieriger Mistkerl. Man hätte ihn schon vor langer Zeit außer Gefecht setzen sollen. Er war einer der ersten menschlichen Offiziere bei der Zitadell-Sicherheit. Es wäre wohl peinlich gewesen, ihn zu feuern. Natürlich. Es wurden eine Menge hässlicher Deals ausgehandelt, um ihn im Dienst zu halten. Politik kann manchmal ein richtig dreckiges Geschäft sein. Aber seine Zeit scheint endlich gekommen zu sein. Es sind jetzt genug Menschen in der Zitadell-Sicherheit. Er muss nicht mehr gedeckt werden. Also können, lassen Sie ihn einfach eiskalt fallen. Ja, anstatt ihn mal einzusperren jetzt für seine ganze Vergehen. Ich möchte mehr über die Spectres erfahren. Sie sind keine typische Regierungsabteilung. Sie arbeiten allein und meistens im Verborgenen. Sie kümmern sich um die Probleme, die der Rat nicht lösen kann. Es ist nicht ganz einfach, für Frieden in der gesamten Galaxis zu sorgen. Der Rat bevorzugt die Mittel der Diplomatie und der Verhandlungen. Aber manchmal reichen diese nicht aus. Oh mein Gott. Ich glaube, das sind Informationen und dann machen wir es mal hier einen von den beiden. So. Das klingt sehr nach einem Geheimdienst. Die ganze Organisation ist hochgeheim. Wir wissen noch nicht einmal, wie viele es von ihnen gibt. Nach neuester Schätzung der Allianz sind es weniger als 100. Aber der Rat ist auf sie angewiesen. Sie sind die Top-Agenten des Rates. Sie sind die Schlüsselfiguren in Krisenfällen. Die letzte Option vor einem offenen Krieg. Die gesamte Galaxie hat Angst und Respekt vor ihnen. Wo immer ein Spectre auftaucht, passiert irgendetwas von großer Bedeutung. Hörte ich das eben gerade? Das klingt sehr nach einem Ja. Galaxie hat Geiles was Infos. Passiert, wenn ein Spectre außer Kontrolle gerät? So wie Saren. Das passiert nicht allzu häufig. Der Rat wählt die Kandidaten sehr umsichtig aus. Aber wenn etwas schiefläuft, gibt es üblicherweise nur eine Lösung. Sie senden einen anderen Spectre, um den außer Kontrolle geratenen Agenten auszuschalten. Ah, interessant. Wie legen Sie fest, wer ein Spectre werden kann? Man kann sich nicht einfach für diesen Job bewerben. Es gibt kein Trainingsprogramm. Man wird nicht zum Spectre ausgebildet, sondern geboren. Der Rat ist immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Persönlichkeiten. Leute, die einen Job erledigen können, wie Sie. Auch Sie stehen vielleicht schon seit Jahren unter Beobachtung. Sie haben Ihr Talent erkannt. Deshalb will man Sie für die Spectres haben. Nihlus sollte eine letzte Beurteilung über Sie abgeben, aber jetzt ist er tot. Keiner weiß, wie es weitergeht. Ja, ich melde mich freiwillig. Wie sieht die Kommandostruktur aus? Es gibt keine Kommandostruktur. Jeder Spectre ist direkt dem Rat verantwortlich. Manchmal werden sie auf Spezialmissionen geschickt und manchmal agieren sie auf eigene Verantwortung. Sie operieren oft hart an der Grenze des Gesetzes. Sie tun alles, um ihr Ziel zu erreichen. Und der Rat stellt sich in diesen Fällen blind. Die Spectres haben viel Macht, Shepard. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten, Saren etwas nachzuweisen. Sie sollten mit Balafon sprechen. Sie finden ihn im Finanzbezirk. Man sagt, dass er für den Shadow Broker arbeiten soll. Shadow Broker? Ein Informationshändler. Er kauft und verkauft Informationen an die Höchstbietenden. Ich habe gehört, dass Balafon einer seiner Top-Mitarbeiter sein soll. Vielleicht weiß er etwas über Saren, aber diese Information dürfte nicht billig sein. Ja, das werden wir nicht nochmal fragen. Erzählen Sie. Verdammt. Seine Kunden. Ja. Verdammt, jetzt habe ich die letzte. Na egal. Balafon. Shadow Broker, Balafon haben wir schon getroffen. Der Shadow Broker spielt in Mass Effect 2 zum Beispiel eine sehr große Rolle. Das kommt aber später. Was müsste hier jetzt rum? Kommt später dann in Mass Effect 2 nochmal ein bisschen näher ins Detail. Ich kann schon wieder viel über den Shadow Broker erzählen, aber ich will auch nicht zu viel reden. Weil die Zeit ist jetzt schon wieder fast rum. Ich wette, diese Stufen sind nicht nur Show. Wenn dieser Ort jemals angegriffen wird, stellen sie gute Defensivstellungen dar. Ja, nicht für geht. Man muss eine Menge Stufen bewältigen, um den Rat zu erreichen. Ob das wohl symbolisch für seine Wichtigkeit ist? Natürlich. Halbe Minute, spreche ich ihn an, spreche ich ihn nicht an? Nein, okay, ich bin in dem Part hier. Wir sehen uns beim nächsten Mal.